holt die Sektgläser raus. Das Selbstbestimmungsgesetz ist da. Für die Community gefühlt das zweitwichtigste Achievement der Ampel nach Cannabis. Und das alles innerhalb eines Monats. Dabei feiert die FDP mit Westerwelle wieder gewohnt mehr die eigenen Persönlichkeiten. Aber dazu gleich mehr. Wie zu weiteren News und einer diesmal wilden Review-Section. Trainiert schon mal euer Namensgedächtnis. We're here, we're queer, we're proud of it. And now we're gonna talk out loud about it. So step inside, have no fear. It's all love and no hate. Go queer. Eine große Erleichterung, nicht nur für Transmenschen. Am 12. April wurde das neue Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland auf den Weg gebracht. Es löst damit das veraltete und in weiten Teilen problematische Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ab, über das wir schon mehrfach berichteten. Ab November reicht zur Personenstandsänderung nur noch eine Erklärung vor dem Standesamt. Damit fallen langwierige und teure psychiatrische Überprüfungen weg. Die Änderung muss 3 Monate im Voraus beim Standesamt angemeldet werden. Nach Abgabe der Erklärung gibt es einen Cooldown von 1 Jahr, also erst dann kann eine neue Erklärung abgegeben werden. Die Regelung gilt in der Einfachheit für alle Menschen ab 18 Jahren. Jugendliche ab 14 brauchen zusätzlich die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. In kritischen Fällen kann hier das Familiengericht eingeschaltet werden. Menschen unter 14 können die Erklärung nicht selbst abgeben, sondern sind darauf angewiesen, dass die gesetzlichen Vertreter die Erklärung abgeben. Bei allen Menschen unter 18 Jahren gilt der Cooldown nicht. Ich freue mich so sehr für alle queeren Menschen zu diesem Erfolg. Der zeigt, auf welches politische Spektrum wir uns verlassen können. Denn ich habe auch in meinem Umfeld bei vielen mitbekommen, wie groß und belastend die Hürden zur Personenstandsänderung bisher waren. Und sicher haben diese Hürden nicht wenige Menschen in ein Leben gezwungen, das einfach nicht zu ihnen passte. Leider ist in diesen Zeiten das Thema Gender grundsätzlich Wasser auf die Populismusmühlen konservativer Parteien. Wie Alligator schon sang, kann man wunderbar mit Kindeswohl daher plätschern, während man andere Themen wie Kindergrundsicherung als linke Spinnerei abstempelt. Doch neben den üblichen Verdächtigen wie CDU, CSU und AfD hat sich gerade auch Sarah Wagenknecht, ehemals von der Linken, gegen das Gesetz gestellt. Nämlich mit Whataboutism, es hilft ja nur einer kleinen Minderheit, dabei warten wir große Probleme. Mit als Kapitalismuskritik getarnter Verschwörungsschwurbelei, die einzigen, die profitieren, sind ja die Pharmaunternehmen. Für die Verschreibung von Medikamenten sind doch immer noch Ärzte zuständig, oder? Ja, und das Gesetz sei außerdem frauenfeindlich. Dabei hat die Praxis nämlich längst gezeigt, dass es auffliegt, wenn sich Männer als Trans-Eintagsfliegen ausgeben und auch Frauenquoten nicht ausgehebelt werden. Man kennt ja in der Regel die Leute, die man wählt oder einstellt. Einer der ersten öffentlich als schwul geouteten Politiker war Guido Westerwelle, der sich seit 1983 in der FDP engagierte und unter anderem von 2001 bis 2011 der Bundesvorsitzende der Liberalen war, zuletzt sogar Vizekanzler unter Merkel. 2016 starb er an Leukämie. Als herausragender Politiker und symbolischer Brückenbauer gewürdigt, bekam er nun in Bonn eine eigene Brücke, beziehungsweise die Brücke, den Namen des Politikers. Damit stellte die Bonner Oberbürgermeisterin und Grünen-Politikerin Katja Dörner auch heraus, dass Westerwelle immer eine Verbindung zur Bundesstadt hatte, in der er zudem studiert hat. Die Guido-Westerwelle-Brücke liegt nahe des Bonner Hauptbahnhofes und führt die Bundesstraße B56 über die Gleise. FDP und eine Brücke für Autos. Ja, das passt ja zusammen wie die Faust aufs Auge. Oder ist hierin sogar ein kleiner Seitenhieb der Grünen an die FDP durch die Auswahl der Brücke zu sehen? Versteht mich nicht falsch. Westerwelle hat durchaus einiges für die Bundesrepublik geleistet und auch für die queere Community, da gerade er auch das Thema Homosexualität in komplett unaufgeregter Weise ein Stück weit zur Normalität geprägt hat. Ich finde, den Brückennamen hat er sich definitiv verdient. Schade nur, dass ein geschichtlicher Frauenname dafür weichen musste. Zuvor erinnerte die Brücke an Victoria Adelaide Marie Luisa von Sachsen, Coburg und Gotha, die mit dem deutschen Kaiser Friedrich III. Verheiratet war. Leider hört man immer wieder Fälle, in denen attackierte queere Menschen sich später von PolizistInnen weitere Anfeindungen anhören mussten, zum Beispiel
die haben euch noch gar nicht genug zugerichtet. In Oberösterreich wurde gegen solche widermenschlichen Bewegungen nun ein Exempel statuiert. Der Chefinspektor des Bundeslandes wurde zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt und muss zudem die Verfahrenskosten in Höhe von 500 Euro tragen, nachdem er wiederholt menschen- und homosexuellen feindliche Aussagen getätigt hat und bereits 3 Abmahnungen über sich ergehen ließ. Generell gelten polizeiliche Strukturen auch heute noch als sehr konservativ und damit auch queerfeindlich. Auch die österreichische Polizei bietet hier keine Ausnahme. Homosexuelle BeamtInnen wurden scheinbar eher gefeuert als andere und erleben auch sonst häufiger Diskriminierung. So ist dies ein sehr gutes Zeichen für eine hoffentlich bald neu eingeschlagene Richtung. Wo sieht es für queere Menschen noch schlimmer aus als in österreichischen Polizeistuben? Richtig, in Saudi-Arabien. Dort finden in den nächsten 3 Jahren die WTA Finals, das wichtigste Turnier im Frauentennis, statt. Hier hat der Tennisverband versichert, dass trotz der Todesstrafe auf Homosexualität queere Menschen ausdrücklich willkommen seien. Ist die WM in Katar nicht gerade einmal 1,5 Jahre her, wo wir genau solche Aussagen diskutiert haben? Naja, im Zitat der Chefin des kommerziellen Arms der WTA, Marina Storti, heißt es, Zitat, uns ist zugesichert worden, dass jeder in Saudi-Arabien willkommen sein wird, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Religion. Wenn gleichgeschlechtliche Paare nach Riad reisen und ein Hotelzimmer teilen wollen, wird das möglich sein. Zitat Ende. Darüber hinaus gibt es weitere Kritik. Die amerikanischen Tennislegenden Martina Navratilova und Chris Evert wiesen darauf hin, dass auch Frauen in Saudi-Arabien nicht als gleichwertig angesehen werden. Darauf ging die WTA aber nicht ein. Hingegen zeigt sich, dass Saudi-Arabien sehr viel Geld in die Turniere investiert. So ist zum Beispiel das Preisgeld um 70% angestiegen. WTF. Der Irrsinn hat Methode. Fußball-WM, Winterspiele, Tennisturniere, die arabischen Staaten betreiben Sportswashing. Die Menschenrechtslage ist zwar katastrophal, aber ja, schau mal, all die sportlichen Leistungen. Ist das nicht ein schönes Land? Mal ehrlich, jeder queere Mensch, der sich im Riader Hotelzimmer, natürlich immer schön hinter den 4 Wänden versteckt, die Seele aus dem Leib fickt, ohrfeigt symbolisch die einheimischen queeren Menschen, die nach wie vor bis aufs Schärfste schikaniert werden. Oder sich den Kopf mit einem Schwert abtrennen lassen müssen, was ja nach wie vor die übliche Hinrichtungsmethode für queere Menschen ist. Na, happy Aufschlag. Wer kennt Maren Kreumann? Die niedersächsische Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin ist unter anderem bekannt aus Die Welle, Maria, ihm schmeckt's nicht, Horst Schlemmers Ich kandidiere, einigen Tatortfolgen und der Kurzserie How to Sell Drugs Online Fast. Dabei setzt sie sich immer dafür ein, ein tonangebendes, im Mittelpunkt stehendes Frauenbild zu verkörpern und verfolgt feministische Ziele. Dafür wurde sie nun mit dem Bundesverdienstkreuz in der Kategorie Besondere Ehrung ausgezeichnet. Claudia Roth bezeichnete sie hierbei als eines der wichtigsten Vorbilder für die Menschen in unserem Land. Auch Kreumann gehörte zu den ersten Menschen, die sich öffentlich outeten. Bereits 1993 ließ sie sich gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin für die Titelstory des Stern über lesbische Frauen porträtieren. Ein gewagter Schritt, denn in den Jahren danach blieben trotz bis dahin erfolgreicher Karriere weitere Rollenangebote weitgehend aus. Mit diesen Problemen muss man sich in der Filmbranche heutzutage glücklicherweise kaum noch abkämpfen. Eher hat es auch das queere Leben bis in die unendlichen Weiten des Universums geschafft. Bereits im September 2020 haben wir Star Trek Discovery für die queere Vielfalt in der Serie gelobt. Nun ist mittlerweile die 5. Staffel gestartet und jetzt heißt es Abschied nehmen. Die Crew steuert auf ihr finales Abenteuer zu mit einer Alien-Technologie, die neues Leben erschaffen kann. Das veranlasst zu einem queeren Rückblick. Erfinder Gene Roddenberry stand queeren Figuren grundsätzlich offen gegenüber, befürchtete aber Gegenwind des Senders, der bereits weiteren progressiven Inhalten skeptisch gegenüberstand. 1995 gab es in Deep Space Nine den ersten lesbischen Kuss, damals noch etwas versteckt in einer Alienrasse. Dass der Schauspieler des Steuermanns Hikaru Sulu schwul war, stellte sich erst Jahre später heraus. Nachträglich wurde der Rolle selbst 2016 eine schwule Identität gegeben. Mit Star Trek Discovery gab es dann eine wahre Queerness-Explosion.
ein schwules Paar, eine nicht-binäre Figur und ein Transmann. Eine bewegte und doch erfolgreiche Geschichte also. Und eine wundervolle Überleitung in die filmische Welt unserer Reviews. In unserer letzten Folge hatten wir mit Jonas, vergiss mich nicht, einen grandiosen Film, der gekonnt mit zwei Zeitebenen spielte. Ihr erinnert euch, der längste Monolog, den ich euch bisher angetan habe. Gut, dass ihr den überlebt habt. Jetzt setzen wir einen drauf. Nicht in der Monologlänge, aber in Zeitebenen. Die Serie Single Out springt nur so munter zwischen den Zeitebenen hin und her. Vor, zurück, wieder von vorn, mittendrin, Rückblende, bam, weiter geht's. Dann nochmal eine Vergangenheitsszene zur Erklärung eingebaut und da sind wir auch schon wieder woanders. Ihr versteht das Konzept. Die Serie ist rasant, wild und chaotisch. Alles passiert Schlag auf Schlag. Erster Kuss, erste gemeinsame Nacht, zack, zack, zack. Dabei geht es am Anfang um Adam und den Kumpel seines Bruders Josh. Dieser ist zu Besuch und prompt springt der Funke zwischen beiden über. Hauptsache Clay bekommt nichts davon mit, das wäre weird. Auf der anderen Seite will Josh sich auch nicht verstecken und so fasst sich Adam am Ende der ersten Folge ein Herz und outet sich. In der zweiten Folge erleben wir den Tag von neuem. Nein, eigentlich sogar noch ein bisschen davor und auch ein wenig danach. Wir werden also mit neuen Infos gefüttert und beleuchten dabei etwas mehr Adams Bruder Clay, der auf eigenen Beinen stehen möchte und um sich eine Wohnung zu leisten, andere Männer massiert. Oberkörperfrei. Ist das weird? Naja, also gay ist Clay nicht, betont er. Und auch immer weitere Charaktere kommen hinzu. Wie zum Beispiel Marco, ein guter Freund von Adam im Carwash, wo sich Adam Geld hinzuverdient und alle Mitarbeitenden queer sind. Auch Gabe arbeitet dort, der ein Auge auf Adam geworfen hat, aber voll schüchtern ist und dessen Asperger da auch nicht gerade hilft. Dann gibt es noch Dazzy, auf der Marco etwas abfährt, sich aber doch nicht zu was Ernsterem traut. Ja, fucking kurzlebige schwule Szene, ich weiß. Tyler, ein Kumpel von Gabe. Dann noch den Mitbewohner von Marco, kommt ihr noch mit? Die Mutter von Adam und ein paar weitere Nebenrollen. Dazu die eine oder andere Prise Drama, den besagten Tag noch ein drittes, vielleicht sogar viertes Mal, wieder mit anderen Personen mehr im Fokus und dann macht Josh plötzlich mit Adam Schluss. Hä, was? So ein Arsch, wenn auch ein viel zu good-looking Arsch. Wie kann er nur? Adam natürlich voll traurig und wer soll denn jetzt für seine Ausstellung abgelichtet werden, in der es um gleichgeschlechtliche Liebe geht? Ihr ahnt es bestimmt, es wäre keine Comedy-Feel-Good-Serie, wenn es nicht ein Happy End gäbe. Aber das dürft ihr euch selbst ansehen. Und nun zum Tacheles. Wenn ich eingangs schon auf unsere letzte Folge referenziert habe, dann doch gleich noch einmal. Kennt ihr das? Wenn sich Menschen im Film zwar irgendwie stimmig und nachvollziehbar verhalten, aber man merkt trotzdem, dass es sich um einen Film handelt. Guess what? Hier ist das Beispiel dazu. So wie in der Serie würde in echt nie ein Dialog ablaufen. Aber auch darüber hinaus merkt man den Schauspielenden an, dass sie noch nicht so viel Erfahrung zu haben scheinen. Doch plump wirkt es nicht, nur gelegentlich ein klein wenig gestellt. Das geht also noch. Was allerdings schade ist, es werden, ähnlich wie bei Queer as Folk, einige Begriffe der queeren Subkulturen angesprochen, so wie Non-Binary, die Pronomen they, them und so weiter. Aber hier versucht die Serie irgendwie zu selbstironisch zu sein, will das auf Zwang locker machen und das wirkt mehr, als würde sich über diese Begriffe eher lustig gemacht werden. Echt nicht gut. Ansonsten ist Single Out aber ganz gut anzusehen und das Chaos mit den Zeitebenen lässt später auch nach. Die erste Staffel bekommt ihr auf DVD und Video on Demand, aber auch eine zweite Staffel lief schon durchs Fernsehen, allerdings nicht in Deutschland. Sogar eine Kickstarter-finanzierte dritte Staffel ist in Vorbereitung. Can I get a double gin and tonic? You want one? Me? Yes, stranger, do you need a drink? Oh, I'm Adam. The blue or the yellow? Blue. Sure not the yellow one? Oh, yeah, the yellow one is definitely gayer. Oh, perfect. I'm having an exhibition soon and I'm looking for some people to model for me. Josh is crushing here tonight. No, but Clay showed me some of your art. Yeah,
He's always working on his little drawings. Your very hetero brother would probably fuck you up for hooking up with his best mate. What if he's the guy I'm supposed to spend the rest of my life with? I'm going now. DTF. Down to fuck. Likes a drink or two. Alcoholic. And if you ever come across GGF, just block them. GGF, is that bad? Golden Girls fan. It's very bad. Kennt ihr den Film Hot Fuzz? Da, wo ein herausragender Cop aus der Stadt in irgendein verschlafenes Kaff auf dem Land versetzt wird, damit er den übrigen Kollegen nicht mehr auf den Sack geht. Und dann stellt sich heraus, dass das Kaff gar nicht so verschlafen ist, sondern sich im Hintergrund über Jahre richtig feste Clanstrukturen aufgebaut haben, Polizei inklusive, und der Cop dadurch, dass er seinen Job weiterhin pedantisch ernst nimmt, letztendlich ordentlich aufräumt. Auf jeden Fall ein guter Action-Movie, aber leider ohne queeren Content. Deshalb stellen wir euch stattdessen Burning Days vor. Und der Aufhänger ist erfrischend ähnlich. Emre wird als Staatsanwalt in die fiktive türkische Kleinstadt Yeniklau versetzt, um die Aufklärung über das Entstehen riesiger Erdlöcher vorzuführen. Sein Vorgänger hatte recht überstürzt eine Versetzung beantragt. Emre nimmt seinen Job dabei sehr ernst und hält die Staatsanwaltschaftsfassade penibel genau aufrecht, fragt immer kritisch nach und schon bald hagelt es Verhaftungen. Nicht wegen der Wasserlöcher, sondern weil die Menschen hier, naja, irgendwie lockerer mit den Gesetzen umgehen. Und damit sie das weiter können, versuchen alle, den Staatsanwalt auf ihre Seite zu ziehen. Emre kann sich vor Einladungen, Besuchen und Angeboten kaum retten, lehnt aber bei letzteren rigoros ab und ist auch bei ersteren sehr vorsichtig. Da jedoch sogar die Richterin ihn ermutigt, Zitat, das ist ja auf dem Land normal, lässt er sich auf die Einladung zum amtierenden Bürgermeister Selim ein. Mit von der Partie ist Selims Sohn Shahin, ein Anwalt, der bereits am Tag zuvor auf Emres Türschwelle stand und sich mit seinem Kumpel Kemal um Kopf und Kragen redete. Kemal kommt später ebenfalls dazu und es wird ein berauschender Abend. Oder, wie Emre selbsttreffend bemerkt, ihr versucht mich abzufüllen. Kurze Zeit später sieht man einen schon recht mitgenommenen Staatsanwalt schon etwas lallen, immer noch um Korrektheit und Distanz bemüht, allerdings mit schwindenden Kräften, und kurz darauf muss er sich hinlegen. Er wacht am nächsten Tag in seiner eigenen Wohnung wieder auf. Nun wird in Yeniklau ein Vergewaltigungsfall gemeldet und Emre setzt alles daran, diesen aufzuklären. Dabei lässt er sich nicht von der Tatsache beirren, dass das Opfer, Pekmez, am Abend zuvor bei der Feier des Bürgermeisters ebenfalls anwesend war. Eher versucht er sein Wissen für sich zu nutzen, aber auch für sich zu behalten und lässt prompt Shahin verhaften. Doch dieser spricht aus, was schon die ganze Zeit im Raum schwebt. Mutig ist der Staatsanwalt, ein Delikt zu verfolgen, bei dem er selbst anwesend war. Und so ist Emre längst Spielball der politischen Eskapaden von Yeniklau, wird in der Zeitung in verdächtigen Posen mit dem Gegenkandidaten zum Bürgermeisteramt Murat abgedruckt, wer hat dieses Foto eigentlich geschossen, setzt aber weiterhin alles daran, wirklich jedes Verbrechen aufzuklären. Ach ja, Murat. Dieser betreibt die Lokalzeitung, ist im Dorf als Oppositioneller verschrien, da er in der bevorstehenden Bürgermeisterwahl gegen Selim antritt, und gilt zudem als anrüchig. Man solle sich als Mann nicht zu sehr in seine Nähe begeben, wenn ihr versteht. Und ja, die anstehende Bürgermeisterwahl bringt das Intrigenkarussell natürlich umso mehr zum Brodeln. Was ist dran am Gutachten zur Grundwasserabsenkung und der Entstehung der Erdlöcher? Wer hat tatsächlich das Wohl der Bevölkerung im Sinn, die unter Wasserknappheit leidet? Und was passierte wirklich noch an dem Abend im Garten vom Bürgermeister? Jeder treibt sein eigenes Spiel und beim Zuschauen hat man gut Spaß daran, genau hinzusehen und zu überlegen, wer eigentlich noch auf Emres Seite steht und in welcher Weise gegen ihn arbeitet. Das Ende ist dabei offen gehalten, auch wenn es eine mögliche Konstellation impliziert. Falls ihr uns online seht, kommentiert gern, wie ihr die Lage einschätzt. Wer hat welche Absichten und wer steht auf wessen Seite und woraus schlussfolgert ihr das? Das würde mich echt interessieren.
Generell bekommt der Film von mir 5 von 5 Go-Queer-Sternen. Die Thriller-Atmosphäre ist gut getroffen. Ich hatte die gleiche Genugtuung wie in Hot Fuzz, wenn Emre einfach null auf die Klüngeleien eingeht und knallhart weiter Verhaftungen vornimmt. Und auch technisch gibt es an Burning Days nichts zu meckern. Viel Spaß beim Ansehen auf DVD oder Video on Demand. Savcı Bey, ben Avukat Şahin Öztürk. Kusura bakmayın savcım, bu kadar zamandır bir hayırlı olsuna gelemedik. Merhaba Savcı Bey, nasıl, sevdiniz mi yanıkları? Havamız iyidir de, işte bir sıkıntımız su. Ya sizin için işte öyle küçük bir program savcım. Yalnız Sayın Başkan, ne programı, niye zahmet ettiniz böyle? Bizim burada cingen bir kız yaşar. Fena hırpalamış şerefsizler. Tehlikelidir burası. Bir şeyler hatırlıyorum da işte tam değil. Hapın etkisindeydiniz. Meselenin ucunun size de dokunacağını düşünmeden soruşturma açmanız büyük cesaret. Hakimim, duruşmadan önce beni baskı altına almaya çalışıyorlar. Kasaba çalkalanmış Emre Bey. Bu adamdan uzak durun Emre. Sizin kariyerinize mal olabilir. Zaten su vaadiyle yıllardır oy topluyor milletten. Bir gözaltı yapalım. Her şeyi talan edip ateşe vermişler. Um unsere Review für heute abzurunden, haben wir nochmal einen ähnlich wilden Streifen wie am Anfang. Nur in lesbisch. Und als Film. Und im Kino. Saida kommt aus Madrid nach Barcelona und kommt dort in der Wohnung von 2 Freundinnen unter, die für 3 Wochen in den Urlaub fahren. Ich schätze, Saida sucht hier etwas Zerstreuung oder Ablenkung, denn sie wurde gerade erst von ihrer Freundin Gabriela verlassen. Und nun lernen wir weitere Charaktere kennen. Wie zum Beispiel Rocio, eine gute Freundin von Saida aus früheren Zeiten, die Saida spontan zu einer kleinen Feier zu sich nach Hause einlädt. Auch Lara ist dort, die mit Rocio zusammen ist und in die sich Saida sofort verliebt. Und dann gibt es noch Aroa, die sich gerade von Julia getrennt hat oder doch wieder mit ihr zusammen ist oder streift Julia doch durch andere Betten. Ja, fucking unverbindliche lesbische Szene, ich weiß. Die Psychologin von Saida, eine angehimmelte Sängerin, kommt ihr noch mit? Die Mutter von Saida und ein paar weitere Nebenrollen. Dazu die eine oder andere Prise Drama. Jede knutscht gefühlt mit jeder und dann macht plötzlich Julia mit Aroa Schluss und auch Lara mit Rocio. Wie können sie nur? Na gut, hier ist es nicht verwunderlich. Bis hierhin ist nämlich schon einiges an Handlung passiert. Saida hat einige Trennungsphasen durchlebt von wie kann sie nur über da ist nichts mehr und wieder wir machen nur eine Pause. Ist aber gleichzeitig der angehimmelten Lara ein paar Mal mehr über den Weg gelaufen und Rocio hat derweil eine Affäre mit Julia. Naja, noch nicht angefangen, aber sie steht kurz davor. Wer eine genaue Zusammenfassung haben möchte, springt im Film am besten gleich auf 1 Stunde 15 Minuten. Denn hier erklärt Saida der aus dem Urlaub zurückgekehrten Familie kurz und knapp, was bisher im Film passiert ist. Ungewöhnlich. Generell ist der Film der Inbegriff der Selbstreferenz und der Selbstreferenzen auf Selbstreferenzen. Also das Thema Selbstreferenz ist hier köstlich auf die Spitze getrieben. Ich weiß nur nicht, ob absichtlich. Neben der Filmzusammenfassung im Film geht es nämlich auch darum, dass Saida einen Film drehen möchte. Dreimal dürft ihr raten, welchen. Ja, genau diesen hier. Und interessant ist auch eine weitere verschachtelte Referenz. Die im Film gespielten, gesungenen oder angesprochenen Musiktitel, ich vermag gar nicht zu sagen, ob sie extra für den Film geschrieben wurden, fassen im Songtext genau die Situation zusammen, an der sich der Film gerade befindet. Und dann gibt es da diese eine Szene, in der Saida über einen Film und einen darin enthaltenen Song erzählt, in dem die Sängerin quasi über den Kern des Films singt, begleitet von einem Bass. Also genau das, was die Freundin meiner Freundin ja die ganze Zeit macht. Und natürlich kommt in einem der Lieder ein Bass zum Einsatz. Also im Film. Also
dem, den wir vorstellen. Nicht, dass ihr euch in der Referenz Inception jetzt noch verliert. Und je mehr ich mir diese Selbstreferenzen durch den Kopf gehen lasse, gefallen sie mir doch immer mehr. Dabei muss ich zugeben, dass mein erster Eindruck gar nicht der beste war. Es gibt immer mal einen Moment, der gekünstelt, irgendwie daherkonstruiert oder einfach nicht so professionell wirkt und mich fast dazu trieb, eine Referenz zu schreiben, die sich über den Film lustig macht. Wie gesagt, die Zusammenfassung des Films noch im Film ist ungewöhnlich und eigentlich lächerlich, wenn ich die ganze Selbstreferenziererei selbst das Ding hier wäre. Dann erleben wir im Kino einen Film im Film, seht, es hört nicht auf, der einen Sonnenuntergang zeigt, der dermaßen schlecht gemacht ist, dass ich eigentlich auch den Hauptfilm nicht ernst nehmen wollte. Oder der Moment, in dem Saida das erste Mal Lara sieht und sich verliebt. Da hat der Techniker nämlich den Stecker vom farbigen Scheinwerfer gefunden und dieser Wahrnehmungsmoment von Saida, was ja sonst so kitschig mit Zeitlupe und bunten Farben und allerlei Filmeffekten herausgestellt ist, ist hier wirklich nur eine plötzlich mit anderen Scheinwerfern beleuchtete Lara. Gut, dann gibt es einen Turf-Sticker auf einem Laptop. Ich meine, what the fuck? Die kleineren Buchstaben dahinter kann man nicht erkennen. Also ist es im besten Fall ein naiver Fauxpas und heißt hier im Spanischen vielleicht was ganz anderes. Aber wenn der doch bewusst platziert wurde. Und dann gibt es recht weit hinten eine Szene, in der der Film noch kurz versucht, witzig zu sein. Stichwort geworfenes Buch. Passt hier gar nicht rein, passt auch auf diese Weise generell nicht in den Film und war wohl eher unnötig. Aber genug gerantet. Und mir als Typ steht es eh nicht zu, mich über einen Lesbenfilm zu echauffieren. Also dreht am besten selbst einen Film darüber, wie ihr in die kommende Queer-Filmnacht geht, die Freundin meiner Freundin anschaut, Elemente aus dem Film für euren Film nutzt und so verarbeitet, wie Saida sich vielleicht doch wieder mit ihrer Freundin Rocio versöhnt und ihre Ex hinter sich lassen kann. Esta historia empieza cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia. ¿Cómo no? Zaida Carmona, mi peor pesadilla. A Zaida le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara... Tía, es que... no sé. Está hecha un buen lío. Sí, solo han pasado 3 semanas. Y además cantan. Y juegan a tenis. Mira, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar ahora con su novia? ¡Ya! ¿Por qué viene? Y van al cine. ¿Puedo hablar de cine de autor? ¿Puedo decir autor? Todo esto en La amiga de mi amiga, dirigida por Zaida Carmona. Poliamor, el poliamor aquí, ya sabes que no... Yo esto no lo trabajo. Das war's für heute. Bis zur nächsten Sendung sind es wieder 4 Wochen Zeit. Verpasst also nicht den ESC und genießt den Sommer und die beginnende CSD-Saison. Davon dann sicherlich beim nächsten Mal mehr. Passt auf euch auf, euer Rob.